Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? Dichloratiopharm Schmerzgel präsentiert The Medical Corner. Und darauf eine kleine Fanta. Ohne Eis. Doppelkompression. Es ist der Wahnsinn. Wir reden hier über, wie manche es nennen, die Wade der Nation. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit auf den Weg der Genesung. Road to Recovery. Das Ziel ist der 6. September 2014. Dann spiele ich mit Team Buschi gegen Team Kretsche. Will ich spielen in der Commerzbank Arena zu Frankfurt den Tag des Handballs. Und ich bin guter Dinge, dass es geht. Aber Marco, geh bitte nochmal auf die Wade der Nation. Das ist tatsächlich immer noch nötig. Vor 5 Wochen ist der Wadenmuskel hier gerissen. Ja, jetzt klingelt es hier, das ist uns aber völlig egal. Also der Wadenmuskel ist gerissen. Und das dauert ganz schön, bis das wieder zusammenwächst. Und ich kann immer noch nicht richtig auftreten. Bin immer noch mit diesen Krückmännern unterwegs und das muss zügig besser werden. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen auf diesen Weg in die Physiotherapie. Wenn mein Onkel Doktor das mitmacht, dann soll der auch mal sagen, was für eine unglaublich schwierige Verletzung das Ganze ist. Und dann geht ihr mit den Weg in der Reha und dann später auch im Wiederaufbautraining. Das wird spektakulär, wenn ein alter Mann wieder fit gemacht wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich am 6. September wieder einsatzfähig bin. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ordentlich gebasht werde von euch bei meinem Kampf auf dem Weg zurück. Aber ich bin guter Dinge. Keine OP, das war für mich übrigens das Wichtigste. Man kann auch ohne Operation nach einem Muskelriss wieder gesund werden. Wie, weiß ich noch nicht, aber wir werden das beobachten. Also demnächst vom Physio, wenn die mich quälen. Tschüss. Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los?